Wir haben unsere Nahrungsbars und wir wollen natürlich auch die anderen Buffs noch dazu holen. Angefangen mit einem wunderschönen kleinen, feinen Nickerchen. Intelligentes Glücksspiel. Money für Fun der Klopp nicht vergessen ist eine Full Health Daily Ops. Ding Dong. Glück abholen. Glücksspiel. Klavierchen spielen. Boxen, Boxen, Boxen. Gewichte stemmen. Und Fahrradfahren nicht vergessen. Also die ganzen sportlichen Camp-Buffs gehen wesentlich schneller zu erspielen als zum Beispiel die Instrumenten-Buffs oder das Schlafen. Ich verstehe nicht warum, aber es ist so. So, Entstrahlerlot auch diesmal, bitte. Full Health Daily Ops. Ah! Okay, alles cool, alles cool. Das ist sehr, sehr hilfreich, das Teil. Das Ding hätten wir viel, viel früher bauen sollen. Aber jetzt haben wir's. Nice, dankeschön. Ich glaube, wir sollten auch hier ein bisschen abwarten, ne? Nicht, dass irgendwas noch... Also abwarten, bevor wir das Loadout wieder wechseln. Nicht, dass wir doch noch irgendeine Mutation wieder verlieren. So, die große, alles entscheidende Frage. Rache der Foundation oder... Oder doch... Bumsale. Ach, Bumsale ist fast im Eimer. Wir nehmen die Rache der Foundation mit. Und spätestens beim letzten Boss wechseln wir auch zu der und gucken, wie sich das mit der Sprengstoff-Wackelkopfpuppe auswirkt. Genau. Wir haben komplett unsere 5mm Munition dabei. Klopp Arena in die Kiste. Fande Klopp raus. Dankeschön. Wir wollen Essensbuffs nehmen. Alles. Von oben nach unten. Ja, ja, ja. Hirnbomben. Nice. Und, ach guck mal, ich habe noch rote Dendronblüten ohne Ende. Naja, die lassen wir vergammeln. Dann haben wir was zum präzise blutig machen. Okay, cool. Das Fitzelchen Energie, das ist jetzt nicht so wild. Da brauche ich mich jetzt nicht nochmal entstrahlen. Gruppe. Eine neue Daily Ops Gruppe, bitte. Damit es alle auch sehen, dass wir jetzt in den Kampf ziehen wollen. Floppdiwop in die Rüstung. Tatsching. Ach ja, die Wackelkopfpuppe noch. Kommt bestimmt gleich einer dazu. Ansonsten gehen wir alleine rein. Na gut, dann eben alleine. Mensch, Dodge, altes Haus. Das kam jetzt aber plötzlich und unerwartet. Floppdiwop, Lampe an. Jetzt sehen wir gar nichts. Na, wo seid ihr alle? In der Röhre ist oft einer. Die Pipe ist nicht immer nur Leben. Manchmal ist die Pipe auch einfach mal tot. Go, 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 go. Flop. Na, 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 na. Hier immer schön entspannt bleiben. Vielleicht jetzt schon mal just for fun zur Rache der Foundation wechseln. Wegen der Expo-Wackelkopfpuppe. Die Anlaufzeit. Ja, das könnte ein bisschen umständlich werden. Aber wir sind jetzt nicht auf Bestzeit aus, sondern nur auf schöne Action. Mehr wollten wir nicht. Hi. Komm schon her. Es ist vorbei. Es hat sich ausgerädert. Oder geblutadlert. Nee. Ecke. Hi. Zack, nee, das ist mir gerade zu doof. Wegen der Anlaufzeit. Dann doch nicht. Spritze, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, viel besser. Viel, viel besser. Hier hinten sind ganz viele. Sagt zumindest der Radar. Zack. Stehen geblieben. Weiter, weiter, weiter. Will gerade keiner wahrscheinlich. Ist zu früh am Morgen. Zack. Ich habe Informationen über jemanden. Kommt da einer? Oder war das eine Granatenfalle? Da hinten, ja. Ich flitze schon. Machen wir. Und unauffällig. Wir wollen sie unerwartet und plötzlich treffen. Ich höre ja schon auf. Ist in Ordnung. Der Gag ist durch. Was? Wo muss ich denn lang? Nein, nein, stopp. Sackgasse. Oh mein Gott. Schlimmster Tag aller Zeiten. Renne. Renne, renne, renne. Ach, hier hinten seid ihr. Alles klar. Überraschung. Und dich noch. Flop. Hier ist doch gleich so ein Gerät, ne? Hier irgendwo. Um die Ecke. Richtig? Nee, doch nicht. Falscher Schacht. Ich flitze schon.
Hier. Das ist der richtige Schacht. Ist hier einer? Nee. Niemand, der uns in die Quere kommen kann. Zack. Durchladen brauchen wir nicht. Weiter, 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 weiter. Vorwärtsmarsch. Na, 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 na. Stehen geblieben. Müsst ihr alle hier durch die Gegend laufen? Könnt ihr nicht mal ein bisschen zu mir kommen vielleicht? Wir sind hier der Held. Es geht auch um uns gerade. Zack. Ah, Hundi. Es tut mir so leid. Piffy. Spritze, Spritze, Spritze. Oh, meine Camp-Buffs, meine Camp-Buffs. Wow, 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 wow. Oh, wow, Hundi. Schon wieder. Oder bist du der gleiche Hundi? Krass. Krass. Ich sag's ja. Tödliche Rüstungsdurchdringung. Der Name ist Programm. Wo sind die anderen? Hier müsste einer sein. Zack. Zerlegt, vorsichtig. Ihr habt da nur Pipeguns, Mensch. Wirklich panzerbrechende Pipeguns. Aus Titanit oder so. Die hätte ich auch gerne. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich will hier gar nicht so hoffnungslos überpowered sein. Wo bleibt denn da der Thrill, Mensch? So ein bisschen Thrill muss da schon sein. Völlig OP God Mode on. Hier durch die Gänge flitzen, das wäre doch irgendwie doof, ne? Also wenn man sich vorbereitet, ist das schon teilweise gut machbar. Manchmal vielleicht auch zu gut machbar. Ich habe da Hoffnung in Sachen Expeditionen, dass die wieder so ein bisschen mehr hier den Thrill rausholt. Da ist er wieder. Na, 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 hey! Na, geht doch! Noch einen bitte. Hier unten vielleicht. Hier. Uiuiui. Wieder so versprenkelt hier. Zack. Köpfchen. Nur sag schon. Oh, wir sind zu zweit. Yay. Wir schaffen das. Endlich. Das kam auch wieder. Ne? Und unerwartet. Kurz auftauen. Oh, warte, was? Er hatte einen Plasmawerfer. Oh Mann, meine Camp-Buffs. Das ist schon echt lange nicht mehr passiert. Aber müssen wir akzeptieren. Oh Mann, ey, meine Camp-Buffs, die sind alle weg, ne? Außer sehr gut ausgeholt. Das ist ein spezieller Camp-Buff. Oh Mann. Ja, jetzt ist sowieso durch. Naja, passiert. Gibt Schlimmeres im Leben. Weitaus Schlimmeres. Aber jetzt auch nicht so viel Schlimmeres. Hundi, ist ja gut. Tödlicher, rüstungsdurchdringender Biss. Na, hallo. Na. Ist auch weg, ne? Du bist auch gerade dem... Hey! Ist doch gut jetzt. Er ist auch gerade weggestorben. Der lungert hier irgendwo nach rum. Der Typ in der Powerrüstung mit seinem Plasmawerfer. Ein Grund mehr, dass wir uns das Ding auch mal rollen sollten. Vielleicht erstmal als Pistole. Wegen des geplanten Pistolen-Loadouts. Er spielt blutig, ja. Es bietet sich halt bei tödlicher Rüstungsdurchdringung nur bedingt an. Go! Ah! Muss ich erledigen. Er hätte uns in den Rücken geschossen. Und das wäre sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Ach, ist schon durch. Wir müssen nur noch den Funkempfänger deaktivieren. Er rennt schon, ne? Ja, haben wir vor. Rote Punkte in die Richtung. Wieder zurück. Ja, manchmal ist man vorne, manchmal hinten. Hier kann sich das Blatt ganz schnell wenden. Gerade bei tödlicher Rüstungsdurchdringung. Aber schön. Wir sind von Demut erfüllt. Das ist gesund. Das ist sehr gesund. Dann bleibt man selbstkritisch. Und nur so kann man sich weiterentwickeln. Aus Schaden lernt man. Und Schmerz war schon immer der allerbeste Lehrmeister. Und den spüren wir gerade. Schmerz und Scham. Aber dranbleiben. Man darf nicht dran kaputt gehen. Ansonsten bringt es ja auch nichts, ne? Hallo? Wo seid ihr denn? Hier lang. Na, renne. Ich hab's ja schon erwähnt, ne? Wird nicht eine Bestzeit. Es war eine sehr lehrreiche Runde.
Aber wir konnten so gut wie nichts dagegen tun. Er kam einfach um die Ecke und feuerte sein grünes Plasma-Glimmer ab. Ja, doch, vielleicht irgendeine Karte. Also in diesem Einzelfall hätten wir irgendeine Karte dabei gehabt, die uns mehr Energie-Defense verschafft. Dann ja, dann hätten wir das überlebt. Aber hey, man kann nicht auf alles vorbereitet sein. Das geht nicht. Das geht nicht. Wäre ja auch irgendwie doof, ne? Ich war erst so ein bisschen enttäuscht, als ich damals, 2018 war das, als Fallout 76 rausgekommen ist, vom Karten-Perk-System war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ja, dann kann man ja niemals alle Perks gleichzeitig haben, wie bei Fallout 4. Aber mittlerweile finde ich das ganz gut. Natürlich auch in Kombination mit dem Perk-Loadout-Manager. Aber so muss man sich halt dementsprechend immer wieder schön neu orientieren. Beziehungsweise vorbereiten auf die jeweilige Situation. Das ist so ein bisschen auch wie bei Elite. Da sind es halt die verschiedenen Schiffe. Mit den verschiedenen Modulen kann man quasi auch sehen, so als verschiedene Loadouts mit verschiedenen Perks und so. Es wirkt zwar auf den ersten Blick nicht so, aber diese Spiele haben viel miteinander gemeinsam. Na, ihr Ratten, ihr vorsichtig, Spritze. Komm schon, ist doch gut, Mensch. Der lungert da irgendwo rum, der Dicke. Geht doch. Da drüben, Empfänger, 26 Meter. Gehst du schnell hin? Ja, geht schon hin. Klasse, ist okay gewesen. Wir haben schon schlechtere Daily Ops gespielt. Dankeschön. Ist in Ordnung. Die sind richtig stinkig. Aber schade um die Campers. Beim nächsten Mal wieder Bestzeit. Moni noch ein bisschen mitnehmen. Aber wir brauchen nicht alles ablaufen. Okay, danke. Der hat keine Moni. Hier brauchen wir gar nicht gucken. Erstmal zurück ins Ödland. Ding dong. Oh nein, nicht die Vorhänge. Nicht schon wieder. So, einmal bitte den neuen legendären Kram verticken. Und dann wollen wir natürlich auch noch eine Waffe rollen. Oh, das geht dann nicht. Nee, dann heute nicht. Tut mir sehr leid. Beim nächsten Mal, wir haben viel zu viel legendären Kram bekommen. Schon wieder. Aber wir müssen noch eine einsame Powerrüstung finden. Schnellreise-Loadout bitte. Einmal, wir fangen hier an. Wobei, ich glaube, die ist bestimmt schon weg. Aber wir werden es sehen. Und hier ist alles noch am Strahl. Bist du legendär? Ja, du bist legendär. Oh, oh. Hi. Vorsichtig. Ist hier noch eine Powerrüstung? Ich brauche nur einen Teil. Hier liegt doch eine. Säg doch den Arm ab, Mensch. Schade. Schade. Die legendäre schnappen wir uns natürlich noch. Full Health, meinetwegen. Aber wir sind ja darauf eingestellt. Komm her, du Ratte. So viele Brandbestien. Du bist es, ne? Oder seid ihr beide legendär? Komm rüber, bitte. Wir haben noch was vor. Zack. Also Fandeklopp ist schon cool. Gerade wenn man Full Health unterwegs sein möchte. Aber jetzt stimmen die Karten natürlich nicht. Da könnte man jetzt mehr rausholen. Aber okay. Aua! Also wenn Fandeklopp jetzt auch noch Schwergewicht wäre, geht ja natürlich nicht, beides in Kombination, aber Fandeklopp könnte natürlich auch Schwergewicht jetzt sein. Dann hätten wir, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden. Aber vierfach ist halt vierfach. Kostet zwar ein bisschen mehr Magazin, aber trotzdem, damit kann man auch jede Menge Schaden anrichten. Na, ist doch gut jetzt hier. Die Rache von Foundation, stimmt, wir haben ja noch die Explosionswackelkopfpuppe aktiv. Bezieht die sich überhaupt hier auf Explomuni? Es fühlt sich nicht so an, muss ich sagen. Ach, du bist ja blutig, ne? Können wir ja ganz vergessen. Mein Fehler. Das könnte auch das Problem gewesen sein in der Daily Ops. Fällt mir gerade so auf. Ja, da ist was dran, ne? Oh, meine Güte. Überall. Hallo? Besucher-Tee, hauen Sie jetzt bitte rein.
Noch einer. Aus heiterem Himmel. Oh, nur los. Komm runter. Ist aber schon geil, das Magazin, ey. Flop. Weggezimmert. Und die letzten Fitzelchen. Deine legendäre Beute gehört uns. Nur uns. Danke, danke, danke. Das reicht. Ja, dich können wir leider nicht verwerten. Das haben wir schon festgestellt. Wo finden wir jetzt eventuell doch noch eine Powerrüstung? Das war direkt hier, ne? Beim zentralen Betriebshof. Vielleicht haben wir hier wieder Glück. Das wäre doch nice, Mensch. Zack, weg da. Wir sind nur wegen der Powerrüstung hier. Ihr müsst nicht sterben. Oh, die steht nicht mal hier heute. Das ist jetzt aber schon so eine kleine Enttäuschung, ne? Ich muss gerade überlegen. Ja klar, in der Einschlagszone, aber... Na gut, wir wären ja auch Full Health. Aber wir können uns, glaube ich, da nicht raus teleportieren oder so. Während wir Strahlungsschaden erleiden. War da nicht irgendwas? Ich glaube, ich habe das schon mal verwechselt gehabt. Ja, wir müssen da nochmal rein. Schnellreise-Loadout. Wir können ja diese Cola trinken, wenn wir vor Ort sind. Diese Strahlungsschutz-Cola. Wir müssen hier hin. Das geht. Ah, aber raus könnten wir uns wieder beamen. Ne? Da müssen wir reinlaufen. Können wir hier hin? Ist gerade so im Bereich drin. Na gut, dann eben über die Abwurfstelle. Okay, Cola, wo bist du? Es war welche Cola? Grape? Nein. Nuka-Cola. Orange, Mensch. Los, los, los. Fun de Klopp Loadout. Ich sehe doch schon das Ziel. Weg mit dir. Weg, weg, weg. Wobei, vielleicht hier die Utensilien mitnehmen, falls wir... Ja, na klar. Falls wir einen erledigen, nehmen wir natürlich deinen Flux-Herstellungskram gleich mit. Und dann irgendwann einfach mal wieder eine kleine Flux-Tour machen. Und schon können wir wieder die Kohleserien herstellen. Um schnell die Roboterhändler leer zu machen. Bei Zeiten. Ja. Steht auf der imaginären To-Do-Liste. Hallo, hallo, hallo. Immer schön entspannt bleiben. Hast du auch was Schönes dabei? Gehärtete Masse. Oh. Flop, 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 flop. Hier ist richtig was los, ey. Weggezimmert. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Er sucht bestimmt auch ein Power-Rüstungsteil. Er war hier schon drinnen, ne? Höchstwahrscheinlich. Und hab. Nein, da steht das Teil noch. Nice. Aber wir nehmen nur ein Stück raus, ne? Falls er auch noch ein Teil braucht. Hier drinnen ist sie. Ich lasse dir was dran, ne? Verwerten bitte. Im Verwerte-Loadout, da kriegen wir mehr Kram. Aber ich glaube, das bezieht sich nur auf die Modifikation. Also, wenn man Waffen zerlegt. Ihr wisst schon. Cool. Danke, danke, danke. Noch ein paar Gegner eventuell hier um die Ecke. Wo ist sie denn? Bist du legendär? Oh, du bist legendär. Na gut. Na gut. Komm her. Du Flummi-du. Ist das immer noch? Ist das immer noch so, dass wir von unserer eigenen Sprunghöhe in die Dreipunktlandung gehen? Warum? Was ist denn? Was hat sich denn da bitte verändert? Das ist ganz mysteriös. Hey! Ach hier, Ballistikbock. Natürlich. Und Psycho. Flop. Oh, wir sind abhängig. Gleich mal was dagegen nehmen. Ist doch gut, Junge. Oh Gott, das ist so... Das ist so... Die Dreipunktlandung. Ist das bei euch auch so jetzt aktuell? Oder war das zufällig bei euch auch so vor anderthalb Wochen oder so? Wegen der Vorproduktion. Das hört sich immer so groß an. Wegen der Voraufnahmen für den Urlaub. Hey, wir sind Full Health, du kannst uns mal. Aber wirklich. Draufhalten, immer schön draufhalten, bis das Magazin leer ist. Da passt eine ganze Menge rein. In eine vierfach Handmade. Sie musste jetzt natürlich auch ganz weit da hinten runterfallen. Wie sollte es auch anders sein? Sonst noch irgendwer vielleicht? Mhm. Schön, dass sie jetzt leuchten, ne? Sehr hilfreich.
gerade in dieser Situation. Wir können, ne? Aber rausreisen ging jetzt. Hoffe ich jetzt mal, ne? Nein, stopp. Hier nichts öffnen. Können wir hier weg. Ohne die Zone zu verlassen. Ah, jetzt verstehe ich. Reinreisen geht nicht, aber rausreisen geht ohne Probleme.